Ein weiteres Beispiel, Beispiel 2. Hierbei handelt es sich um ein rekursives Syntaxdiagramm. Hier ist S nämlich als Syntaxdiagramm bezeichnet. Als Terminalsymbole gibt es A und B. Und hier ist wiederum ein Nicht-Terminalsymbol S. Das heißt, hiermit kann ich quasi in einer zweiten Inkarnation verzweigen, wiederum in S. Was es damit auf sich hat, jetzt an dem Beispiel. Wiederum die Frage, sind folgende Sätze syntaktisch korrekt oder nicht? Oder folgende Programme. ASB ist syntaktisch nicht korrekt, weil A ist ein Nicht-Terminal und kein Terminalsymbol. Und gültige Sätze dieser Sprache, die durch dieses Syntaxdiagramm definiert ist, sind nur Sätze, in denen A und B-Zeichen vorkommen. Also das ist nicht korrekt. AAB, schauen wir uns das an. Ich gehe nach hier, ich komme hier rein, komme an A vorbei. Gehe jetzt wieder in die zweite Inkarnation von S hinein, komme wieder an A vorbei. Laufe jetzt hier raus und komme an B vorbei und laufe hier raus. Jetzt muss ich aber nochmal in die erste Inkarnation von S hinein und komme dann nochmal an einem B raus, vorbei. Aber dieses B fehlt. Deswegen ist dieser Satz, dieses Programm syntaktisch nicht korrekt. Das heißt, was wir daraus gelernt haben, es muss immer gleich viele A's und B's geben. Denn in jedem S komme ich genau einmal an einem A vorbei und an einem B. Und wenn ich hier wiederum in ein S verzweige, da auch wieder ein A und B. Also ist AAA, BBB korrekt. Das ist nicht korrekt, denn wie gesagt, bestehen hier korrekte Programme immer aus gleich vielen A's und gleich vielen B's, wobei es die A's am Anfang stehen und die B's hinten stehen. Und hier haben wir ja nur ein A und jede Menge B's. Ja, und das ist auch nicht korrekt, denn nach den B's kommt man nie wieder an ein A und hier stehen ja nochmal drei A's. Was stellt sich jetzt die Frage, was ist die Sprache, die mithilfe dieses Syntaxdiagramms beschrieben wird? Das ist die Sprache, man kann das hier jetzt folgendermaßen sagen, A hoch N, B hoch N. N ist Element der natürlichen Zahlen, größer 0. Und A hoch N bedeutet N mal A hintereinander geschrieben. Das hier wäre A hoch 2, das ist A hoch 3. Und anschließend folgt B hoch N, für N gleich 3 ist das genau das. Das heißt, A hoch N, B hoch N ist einfach die sogenannte Konkatenation der Buchstaben A und B und jeweils in der entsprechenden Potenz N. Durch diese Sprache wird also die Menge der Sätze A hoch N, B hoch N mit N Element N, N größer 0 definiert. Also AB, AA, BB, AAA, BBB und so weiter. Das sind alles gültige Programme bezüglich dieses Syntaxdiagramms.